Sure 6, Vers 84. Sure 6, Vers 84. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ and we bestowed upon him إِسْحَاق, Isaac, and Yaqub, Jacob, each of them we guided, and before him okay, we guided where is Ishmael? You are the one who said to me that he should mention, there's no Isaac, you should mention first Ishmael. Yeah. Where is Ishmael? This is not related to his supplication. No. Where is Ishmael? Why I did not say? Gave as a gift to Abraham. Well, all the children are gift of God anyway. You, my children, your children too, right? So, but your God is saying, and we bestowed upon him, and he named two names. Correct. And then he jumped to talk about names have nothing to do with this, and Noah and David. I mean, look at this madness here. How David, how Noah became between Jacob and David. Do you see there's something wrong here? And how Job, he became between Solomon and Yusuf. Obviously, the one who is making those names up or putting them together, they don't match. They have nothing to do with. And Yusuf, obviously the one who is making those names up or putting them together, they don't match. They have nothing to do with each other. Nothing to do with each other. Same time, if we go in different verse in the Quran, it says, chapter 11, verse number 71. Surah 11, 71. You said to me that when Allah, he told Abraham, we are going to give you a son, it is Ishmael. You said that. I asked you, who is this one, the Ghulam and the Halim? Ghulam and Halim. Where is this Ghulam and Halim? Muslime sagen, das ist Ismael, aber die Gelehrten sagen, das ist Isaac. Ishmael, okay. Ismael, siehst du? And his wife was standing, and she laughed, but we gave her to. Don't say the word shit again. No, wait. This happened. After Ishmael came. My friend, the verse here, the Quran is so clear. You are the one who said that Allah, he gave a glad news, a tidy news. Okay? So why this is the guy already have a son? Yeah. Allah sagt auf einmal, jetzt ist eine gute Nachricht. Und der Abraham hatte doch schon einen Sohn. Warum sollte jetzt auf einmal eine gute Nachricht kommen? Weil Isaac geboren wird. Guck mal. The Abraham already have a son. So what this is a news is about, why it's a big deal. As you see, Allah, he bestowed a gift on Abraham, and that is named as Isaac, and after him, Jacob. Und das war's. So krass. Kann ich das zugeben? Ein ehrlicher Muslim. Yeah. Yeah. At the same time, I want to remember that here it says that there's a miracle happened. She said, she's amazed. How I can have, I'm an old woman. So this is the gift of God. The gift of God is a miracle because she's an old woman. Ishmael, he was not born from an old woman. This is why actually Abraham, because he gave up that his wife, she is very old. She cannot have kids. So Ishmael was a gift from God, not as we prove now, it was Isaac. Isaac is the gift of God for he is having miraculous birth. This is why it was a big news. So, er wurde auf wundersame Weise auch geboren, der Isaac, von einer älteren Dame, die überhaupt gar keine Schwangerschaft mehr geben konnte. Guck mal hier. This verse you mentioned is connected to this verse, as you say. Well, siehst du, guck mal der Arme. Well, I guess I was wrong. Ich muss zugeben, ich war falsch. Siehst du, das ist das, was sie ihm beigebracht haben. Where are you from, my friend? Do you like to say, where are you from? Das ist das, was die Muslime die ganze Zeit beigebracht bekommen. Auf einmal, wenn sie anfangen zu lesen, ihre Tafsir der Gelehrten durchzugehen, nimmt die Katastrophe ein riesen Ausmaß an. Das ist unfassbar, ne?
Der Islam ist eine Lüge und die zerfällt gerade in sich. Deswegen verlassen sich Millionen von Muslimen den Islam. Weil sie keine Lust mehr haben auf diese Täuschung. Und alle kommen ja zu Jesus Christus. Ne? Yeah, yeah. Well, I'm from the US, but I'm originally Egyptian, so... Egyptian, okay. You know what? I'm going to change the topic for you. Forget. Okay, so now I prove that I'm right. And I respect you, by the way, for saying that you are wrong. I respect that in this person, yeah. By the way. Because usually... Some arrogant people, they like, they go stubborn. And even if he knew, you know, if he knew that he is wrong, he go like, no. Selbst wenn die Muslime wissen, dass es falsch ist, flippen sie aus und versuchen das Ganze irgendwie schön zu reden, aber da gibt es nichts mehr schön zu reden. Das war's. Die ganzen Bücher sind da und die Leute können sich ja dran bedienen. Ne? Das ist das Problem. Das ist das Problem. But wrong. This person, I can tell, I have to respect him. For admitting that he's wrong. And that you're wrong with being wrong. Yeah, I when got you find you. Out, yeah. You say, okay, I was wrong. So let me ask you, my friend. You as a person who is speaking Arabic, a Muslim, and I am a Christian, how you can prove to me that Muhammad is a prophet of God? Wie kannst du mir beweisen, dass Muhammad ein Prophet Gottes ist? Well, because like the... Like the problem, the thing is, that's what I was taught, basically. Aha. Growing up. Das ist das, was mir beigebracht wurde. Und siehst du, auf einmal nimmt dieses beigebracht Blödsinn von den Imamen und Shios, die ja nur lügen und die Leute anlügen, bis zum geht nicht mehr, damit sie ihren eigenen Hintern retten und damit sie die Leute im Islam behalten, weil ohne eine Lüge würde es den Islam nicht geben. Nur mit Lüge gibt es den Islam. I understand, my friend. I'm just asking you. Now you are a Muslim already and you are calling me and you have truly a, I can tell you have some knowledge too, which means you studied, you learned. You are not just like, you know, you learned. So based on what you learned, how you convince yourself that Muhammad is a prophet? Can you use how you convince yourself to convince me that Muhammad is a prophet? Ja, also kannst du das, was dich überzeugt, dass Mohammed ein Prophet war, kannst du auch andere davon überzeugen, dass er ein Prophet war? Like, you can't, like, what is the benefit? So basically, look, I will use your logic right now. It's a scam, it's a lie, he's a false prophet. Okay, but for what? Für was? Okay. To show you from the Quran. Okay, what is the benefit? Also der geht jetzt nach seiner Logik, weil CP ja immer sagt, dass Mohammed gelogen hat, dass er betrogen hat, dies, das, jenes. Aber für was? Warum sollte er das machen, der Mohammed? Jetzt pass mal auf. Doing such a thing. I mean, the guy wasn't living in a palace. The guy wasn't doing all these stuff. I will use your logic. What the benefit? Here we go. Was für ein Nutzen hat der Mohammed denn daraus? What's your name? Was für ein Nutzen sollte der Mohammed daraus haben? Und dann jetzt zeigt der CP, was für einen Nutzen der Mohammed aus dem Islam geschöpft hat. Beste Frauen, beste Beute, ultra viel Geld. Einfach das Beste vom Besten. Die Leute sind für ihn losgezogen, haben Dörfer überfallen und das, was die erbeutet haben, gehört immer Mohammed und Allah. Ist das zu fassen? Das ist wie so eine GmbH. Mohammed schickt also seine Dschihadisten raus, die überfallen ein Dorf und die beste Beute steht ihm immer zuteil. Die besten Frauen, der beste, alles. Alles ist nur für ihn. What I shall call you, my friend? What's your name? I don't want to say my name. Hi, grüß dich, die Friede und die Gnade, Herr Jesus, sei mit dir. Mit dir auch, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, mein Bester. Ich wollte sagen, mach weiter, bleib so wie du bist und lass dich einfach nicht unterdrücken. Niemals lass dich unterdrücken, denn der Jesus Christus hat ein Anrecht, mehr gefürchtet zu werden als alle anderen. Richtig, ich wollte mal berichten. Heute war ich in ein Live. Da waren zwei Frauen, ne, mit Kopftuch, mit alles drum und dran. Dann reden die über Jesus und alles drum und dran. Da hat einer in den Kommentaren geschrieben, Prophet Mohammed hat Aisha geheiratet, ne? Wo sie noch ganz jung war. Ja. Was war die Reaktion? Die sagen direkt, ja, und die Priester sind Pädophile.
Damit geben die zu, Ja. dass Mohammed ein kleines Kind angefasst hat, genau wie die Priester und Pastoren. Ja, hör zu, dann sag ich, ey, schämt euch, wie ihr redet über die Priester, weil wäre die Scharia in Deutschland, dann hättet ihr kein Rederecht, nicht über TikTok, gar nicht. Gar Dann wärt nichts. ihr zu Hause bei euren Männern und da hättet ihr eure Schnauze gehalten. So Darauf sieht's haben aus. die mich rausgekickt, mein Bruder, haben mich beleidigt. Und dann kam dieser Arrogante, der auf Hodja getan hat. Kennst du doch, ne? Ja, Dieser der arrogante Mahmoud, ja, der Papst. Mahmoud, ja. Ja, der Mahmoud aus Essen. Der. Genau der. Der kommt drei, macht auf Hodja, sagt, jetzt soll ein Hodja, der in Mekka war, der in Mekka ist, hier reinkommen, Koranverse zitieren. Ich so, was bringt dir das? Ich schreibe, das ist peinlich, was ihr macht. Das ist eine reine Katastrophe, Leute. Nehmt den Glauben, den Herrn Jesus Christus an. Das ist der Einzige. Ja. Was Dass soll ich ich dir dazu heute sagen? Das Morgen. sind Leute, die einfach reden wollen. Du siehst ja auch, dass diese komische, ich weiß, wen du meinst, ich glaube, das ist diese Muslima oder was, ne? Die da ihr Ja, ja, Unwesen ja, treibt, ja, ne? ja. Das, Ja. genau diese Muslima. Ja, Ja, richtig, ja. ja. Ja, die hat auch ein verzerrtes Bild vom Islam. Ne? Also, wenn du die ganzen Schriften an den Kopf bretterst, würde sie sich auch denken, das kann doch nicht wahr sein, ne? Die hat Ja, auch dann sage nur, ich dir also auch die noch. akzeptiert, das sind so Leute, die einfach nur akzeptieren, was ihren Gelüsten halt entspricht, ne? Und Ja, nicht alles, genau. was Mohammed so in seinem Leben getan hat, ne? Die lehnen einiges dann auch ab. Genau, woher kennst du Ich sie komme eigentlich? gleich wieder, ich muss mal kurz was erledigen. Ja, ich hole dich gleich wieder rein. Okay. Alles klar, danke dir. Ich komme sofort, ja? Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Alexa antwortet, wer ist der beste Scheich von ganz Deutschland? Alexa antwortet, wer ist der beste Mufti von ganz Deutschland? Sag es. Dr. Sheikh Abu Amir, ehrlich. Was ich für eine Kunstfigur geschaffen habe, ne? Genialer als genial. Genial. Eine gute, geniale Move von Dr. Sheikh Abu Amir. Alexa antwortet. Bitte, Cowboy Abu Amir. Move die Cowboy Abu Amir. Dankeschön, danke, ihr Lieben. Möge der Jesus Christus euch segnen. Wie alt war Maria, wo sie, was? Ja, weiß ich nicht, da gibt es keine genaue Altersangabe. Aber wir haben eine Altersangabe, wie alt Aisha war. Sie war 6 Jahre, hat mit Puppen gespielt und Mohammed hat sie mit 9 entjungfert und sie hatte immer noch nicht ihre Menstruation erreicht. Erst bei der Schlacht von Tabuk. Und das war, als sie 16 Jahre alt war. Super. Du folgst einem Mann, der wahrhaftig ein kleines Kind angefasst hat. Das machst du sehr gut. Sehr, sehr gut machst du das, mein Lieber.
mit 16 ihre Menstruation und die schämen sich kein bisschen mehr. Das ist unglaublich. Die anderen beiden kannst du von hinten.
Mach die 50.000 voll. Ja, genau, mach die 50.000 voll, ihr Lieben. Damit wir in Ränge kommen. Damit wir immer höher kommen, ihr Lieben. Gebt dem Ganzen ein Like. Nehme ich hier an? Am Heads von. Die Heads Ronius. Ja. Seht ihr, Dr. Scherer, bei mir regelt das Ganze wieder. Gar kein Problem.
Klasse, eindeutig. So, Zacki. Wir wollen wieder weiterhören. Oh, danke schön, Nina. Was ist das? Ein Schwan. Hört mal. In front of us, chapter 33, verse number 50. Jetzt geht's. Also jetzt sprechen die darüber, ob was Mohammed für einen Nutzen daraus ziehen würde, sich als Prophet auszugeben. Pass mal auf. It says any believing woman she offer herself to the prophet. Ob er ein Betrüger ist oder ob er ein wahrer Prophet ist, guck mal. What this had to do with God? Why God? A verse in front of us, chapter 33, verse number 50. Sure, 33 vers 50. It says any believing woman she offer herself to the prophet. Yes, thank you. What is happening with God? Jede gläubige Frau, die sich dem Propheten anbietet, sagt er so, was hat das mit Gott zu tun? Was ist das für ein Gott, der sowas erlaubt? Also dein Gott macht sich Gedanken um Mohammeds Gelüste oder wie? Was ist das? My God, in the seven galaxies behind the seven rivers and the seven seas, he is roaring, he goes to his office and he writes, any woman she want to give herself to the prophet. Also Allah, der Koran ist ja ewiges Wort Allahs. Und Allah in seiner Ewigkeit, der hat diesen Vers schon bereit gemacht für Mohammed, damit er so mit so vielen Frauen schlafen darf, vorausgesetzt, dass er es möchte. Und dann fragt man sich so, ja, was hat der denn für einen Nutzen gehabt? Ja, genau das ist der Nutzen gewesen. Das ist der ganze Betrug dahinter, um an Geld und Frauen ranzukommen. The prophet, he can have sex with her. What does this have to do with God? You just said to me, if Mohammed is a scam, what is the benefit? Genau. Du hast ihm, also der hat zu ihm gesagt, wenn Mohammed ein Betrüger ist, was wäre denn dann der Nutzen daraus? Und genau das ist der. Sure 33, Vers 50. What does have to do with God? What does have to do with Islam? Okay, Islam is about worshiping one God, praying to God, blah, 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 blah. Okay, but what does have to do with God? But any woman, she can give herself to the prophet. Was hat das noch mit Gott zu tun, dass jede gläubige Frau sich dem Propheten für SEX anbieten darf? What that will do exactly to Allah? Yeah, well, because there is like waqt al-nuzul, the reason why this verse came down, there are reasons for these verses that they came down. There are certain events that happened. Okay, tell me the reason. Erzähl uns, warum wurde der Vers herabgesandt? God saying to Muhammad, any woman she want to offer herself, and this is a privilege only to thee. Und das ist nur für Muhammad, nicht für die anderen. What that have to do with Islam and Allah? Women coming in the door of Muhammad? Muhammad, take me to your bed. Also die Frauen haben an Mohammeds Tür geklopft und haben die gesagt, ja, ich will mit dir hier Dings Nikah machen. Guck mal. What does have to do with God? Schaut euch das an, bitte. Was hat das noch mit Gott zu tun? Well, as I said, like there are reasons. My friend, tell me the reason. Ja, sag uns doch den Grund. I'm asking you about the reason. I'm not ignoring the reason. I want the reason. Guck mal, der Arme. Is a prophet. Der Arme. Yeah, well, okay, if you know the reason, okay. I don't know the reason by heart. What the reason is fraud. Ja, es ist ein Betrug. You say it. How you say that Muhammad, I want to go, you said to me, I want to go with your logic, you said that Muhammad is a scam, so what is the reason? He's getting the benefit. You see, all cult leaders, they share two things. They want to take your money, and they want to sleep with your wife. Yeah. Let me ask you, isn't it true that in the interpretation of the Muslim books, you are a Muslim and you speak Arabic, which is wonderful, it says that if the Prophet, he wants his eyes fall into a woman, her husband must divorce her so he can have her? Also wenn die, stimmt das, dass in den Büchern geschrieben steht, dass wenn der Prophet auf eine verheiratete Frau schaut, dann, dann muss der Muslim sie scheiden lassen, damit Mohammed sie mit ihr schlafen darf. Guck mal. Well, I'm not sure. Also, ich weiß nicht, also keine Ahnung, sagt er. Okay, let me find it for you. I'm taking advantage of having you as a person speak Arabic. Hört mal, wie er sich schämt in Grund und Boden für diese Religion. Alright. Let us find the reference. And I will find an authentic website, not like a website maybe made by some people. This is the chapter of Al-Ahzab. I will put it for you on the screen. Jetzt zeigt er ihm den Tafsir.
Okay. I want you to read with me carefully, please. This is. Könnt ihr mich hören? Ich habe gerade nachgeschaut. Unglaublich, Muslime wacht auf. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, es gibt sehr viele Muslime, die sich darüber Gedanken machen und sich denken, das kann doch nicht wahr sein, das ist kein Prophet. Der hat also Gott benutzt, um an Frauen und Geld ranzukommen, Mann. I think you know the website very well. Quran, KSU, KSU, .edu, SA, Saudi Arabia. I think you are familiar with the website, right? Yeah, I know this website. It's the most trusted one when you want to look for tafsir. That's wonderful. Okay. And this is tafsir al-Qurtubi. Der hat ihm gerade gesagt, guck mal hier, auf welcher Seite ich gerade bin. Ja, auf der Koran, S, bla, dies, das. Also eine vertrauenswürdige Seite. Das ist also eine Seite, die wirklich vertrauenswürdig ist. Und wenn man ein Tafsir aufschlagen will, kann man diese Seite wahrhaftig vertrauen. Also der Typ gibt das selber zu. Let us go down, and as long as you speak Arabic, that's really wonderful. You will find this. Was meint ihr, was der Herr Jesus Christus mit Mohammed und den Sahaba und allen macht? Was meint ihr, wenn diese ganzen Leute der damaligen Zeit vor dem Herrn Jesus Christus gebracht werden? Das wird so brutal werden, so heftig, ne? The privilege of the Prophet, they are counting the privilege of the Prophet. The number one is the best of the booty. Does it say that or I'm lying? Safiyu al-Maghna. Yeah. Okay, the best of the booty. Also ihm steht die beste Beute zu. Al-Istadu bi-khumsi al-khumsi al-khums. He will have all inclusive. Also Muhammad darf alles. Is that correct? Ein Fünftel der Beute gönnt ihm. Yeah, that's correct, yeah. All right, thank you. Guck mal, er sagt ja, es stimmt. Then they continue and then they say Arabia. الزيادة على أربع نسوة to increase more than four wives, correct? Er darf mehr als vier Frauen haben. Mm-hmm. Schaut euch das an. الخامس النكاح بلفظ الهبة, which means he do not need to get married. The woman, she said, take me. Er braucht keine Frau zu heiraten. Wenn eine Frau sich ihm anbietet, darf er mit ihr SX haben. Wahnsinn. Okay. Number six, to have sex with a woman without the permission of her parents. Ja, النكاح بغير. Ja, also der Mohammed darf dann auch mit einer Frau SX haben. Ohne das Einverständnis der Eltern. Mr. Prophet, only for Muhammad. It's all about sex. Alles dreht sich nur um SX. Nikah bi ghayri sitah, without paying. Ohne zu bezahlen, darf Mohammed weiter SX machen. Nummer 8. He can have sex even when he's around the Kaaba. Er darf während der Kaaba Sex machen. Number 9. He can't take an oath and his oath in the front of his wives and he is not going to be... Ja, also der darf sogar sein Eid brechen vor seinen Frauen. Also wenn er ein Eid gegeben hat, darf er sein Eid brechen und einen anderen machen. Guckt euch das bitte an. Like it's okay for him to take a false oath. Also darf falsche Aussagen tätigen. Number 10, and I want you please to translate. Nummer 10. Al-Ashir, idha waqaha basar. إذا وقع بصره على إذا وقع بصره على إمرأة
Ist die Verbindung wieder? Gut. Könnt ihr mich hören? Jetzt ist besser. Jetzt alles gut. Abu Telekom. Abu Telekom hat deine Daten gedrosselt. Okay, Punkt 10 haben wir nicht mehr gehört. Warte, wir müssen das nochmal durchgehen. Guckt euch das an, wie der Muslim das zugibt. Guck mal hier. Obi Rayris, you talk without pain, he do sleep with women without pain. Achtung! Das ist Number der eight, größte Betrug aller Zeiten. Even when he's around the Kaaba. Number 9, he can't take an oath, and his oath in front of his wives, and he is not going to be like it's okay for him to take a false oath for his wives. Number 10, and I want you please to translate. Nummer 10, Muslime, hör zu. Al-Ashir, إذا وقع بصره على امرأة. Kein normaler Muslim hier auf der Welt würde seine geliebte Frau, die er über alles liebt, mit der er Kinder hat, sie scheiden lassen, damit Mohammed sie in Ruhe pumpen darf. Und das war das, was ich dem diesen Risk-Debater letztes Mal zeigen wollte. Da wollte ich dir fragen, wärst du bereit, deine Frau herzugeben, damit Mohammed sie heiraten würde und ja, mit ihr schlafen würde? Und das hat er nicht verstanden, dass nach Sure 33, Vers 50, er sich auf der Stelle scheiden lassen müsste, damit Mohammed mit ihr schlafen darf. Und das steht hier im, im Tafsir von Al-Qurtubi, zu Sure 33, Vers 50. وجب على زوجها طلاقها وحل له نكاحها. Classic, please. Guck, jetzt soll er das übersetzen. Weil die sagen, sie würde er lügen und so. Yeah, if he puts his eyes on a woman, her husband has to divorce her and he can. Wenn die Augen auf eine verheiratete Frau fallen, sagt Al-Qurtubi, und da steht nur Mohammed zu, dann ist es die unbestreitbare Pflicht eines jeden Muslim, sich scheiden zu lassen, damit Mohammed die SEX haben darf. Ist das zu fassen? So wahr ich hier sitze, geht ihr mit dem Islam in den Tod, werdet ihr für alle Ewigkeit in der Hölle brennen. Brennen bis zum geht nicht mehr. Ihr werdet so krass brennen, dass ihr nur noch schreien werdet, dass ihr nicht mir zugehört habt und den Islam verlassen habt und zum Herrn Jesus Christus gekommen habt. Hätten wir Amir geglaubt, hätten wir ihm vertraut und ihn nicht als Lügner abgestempelt. What is the authenticity? My friend, this is your books. What is the authenticity? Yeah, I know. This is Ibn Arabi. This is not the Christian Prince. This is not me and you. This is not Ibn Kathir. We are talking about big names. Okay, so, könnt ihr mich hören? Ja, bei manchen hängt das, bei manchen hört man mich flüssig. Es ist echt komisch. Ist das zu fassen? Wir müssen eigentlich weinen um den Zustand der Muslime. Weinen. Also sie folgen jemandem, der ihre Frauen ausspannen würde. Kaum vorzustellen, wenn Mohammed in unserer heutigen Zeit leben würde und er durch die Straßen läuft und auf einmal die Frauen der Muslime sich so anguckt und die Muslime sich dann von ihren Frauen scheiden lassen können, damit Mohammed sie eben mal pumpen darf. Ist das krank?
nicht nur Frauen, auch Kinder, ja. Das ist so verstörend, ne? Verstörend. Seht ihr, als ich mich dann hier mit dem Islam beschäftigt habe, was für eine Katastrophe dann da rauskommt? Und man merkt auf einmal, was für ein großer Betrug dahinter steckt. Stellt euch mal vor, Jesus Christus hätte sowas getan. Kein normal vernünftiger Mensch würde auch nur einmal eine Sekunde daran verschwenden, ihm zu folgen, oder? Ich würde sofort alle Christen warnen und sagen, hey, guck mal, was diese Person getan hat. Und du folgst ihm? Und ihn bezeichnet ihr als den besten Menschen der Welt? Ja, ich habe kurz telefoniert, ihr Lieben. Der Boss hat genau. Der Boss hat Agent muss immer connected sein. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr Headsman hören? Habt ihr eure Headsets auf? Habt ihr eure guten Headsets auf? Hetzologie auf dem höchsten Niveau. Das kann nicht wahr sein. Aufklärung bitte in die als Hetze, ne? Aufklärung heißt im heutigen Fachjargon dann Hetze. In die islamischen Schriften eintauchen und Aufklärung betreiben ist Hetze. Also wir sollen einfach alle Menschen verloren gehen lassen, nicht darüber reden und das alles so hinnehmen, ne? Das ist doch verstörend, da geht's doch gar nicht mehr. Alle Hetze sei mit euch. Wenn deine Mutter stirbt. Hört mal weiter. Just listen. Did your prophet, he did practice that. This is about what? This is about the Zayd and Zainab. His eyes fall into Zainab. Yeah. And he forced him to divorce her. This is what the guy is saying. Ja, also wir haben ja die Geschichte von Zayd und Zainab. Als Mohammed in das Haus von Zainab eintrat und Zayd nicht dort war und er diese Frau mit lüsternem Blick angeguckt hat, ne? Es ist so traurig, es ist so traurig. He liked Zainab. The guy, he came to him, okay, take her father. Zayd is the adopted son of Muhammad. So look at this. You said to me, "What is the benefit? Okay, what he is doing this? You take the fifth of every attack, which means if the Muslims attack a Christian village or a Jewish village, the fifth." Yeah, he takes. It's the fifth of the booty. Yeah. Thank you. Not only that, the best of the booty. You will take the top.
kommt das Beste der Mohammed. You know what Safiur Ramadan means, right? The best. Like the biggest TV, the biggest car. Immer das Beste vom Besten gehört ihm. So what are you telling me? Obviously, he's a... Ist das zu fassen? Wieso in so einer Gang? Der Gangleader bekommt immer das Beste, so. Die Gangmitglieder gehen los, ziehen los und machen Raubüberfälle, Beute und so. Und dann kommt der Gangboss und bekommt immer das meiste. Mohammed bekommt 70% von Varello. So wie die arabischen Clans das heute machen. Das ist ja kein großes Geheimnis. Das ist ja ein offenes Geheimnis, so dass die Schutzgeld nehmen von anderen. Das ist heftig. Das ist so krass, ne? Ich krieg das nicht in meine Birne rein, ne? Ich krieg das nicht in meinen Kopf. Wie heftig ist das bitte, ey? Hört mal weiter. He's a gang leader. He's a gang leader. I mean, why a prophet of God? He see with my respect your family, Mr. Muhammad. I'm not trying to insult. Or let us say me. So you don't be offended. Let us say I'm a Muslim and I'm married. And my wife, she walk in front of the prophet. And then the prophet, he saw my wife. And now I have to divorce her so he can sleep with her. Da hat der Sipi das Beispiel genannt. Stell mal vor, wir würden in der Zeit von Muhammad leben. Und meine Frau würde dann an ihm vorbeilaufen. Auf einmal sieht er meine Frau und dann will er mit meiner Frau schlafen. Ja, wundervoll. Was ist das bitte? Be honest with me, is that right? Sei ehrlich, ist das richtig? Ja, yeah, that's... Guck mal, der Arme, der kann nicht mehr. Like, Mia... Personally, I wouldn't do that. I wouldn't do that, but what guarantees you that might happen, you know? Because at the end, if you look at it, he's a prophet. What a prophet? Okay, see, here we go. So God has to keep him away from, you know, maybe getting seduced by other people or stuff like this. He's seduced already. Look at this. A woman walk by, he want to have her. Yeah, the guy is already married. He has 13 wives. And he has many sex slaves. So why he want... Mohammed hatte 13 reguläre Frauen. Ohne Ende Sexsklavinnen. Und deine Frau will er auch noch haben. Und dann sagen die zu mir, das ist der vertrauenswürdigste Mensch, der je existiert hat. Er redet nicht aus sich selbst, sondern das, was Gott ihm offenbart hat. Wie oft habt ihr das gehört? Wie oft? Könnt ihr mich hören? Ja, okay. Hammer, selbst in dieser Pampa hört man mich noch, das ist ja Wahnsinn.
Sehr gut. Ja, ich muss immer zwischendurch fragen, ja, Amir, wie noch, wie oft noch? You want to have a married woman? It's not enough what you have? Also reicht dem Mohammed das nicht, dass der schon 13 Frauen hat, ohne Ende SEX-Sklavinnen und dann auch noch unsere Frauen haben möchte? Was soll das? Was ist das bitte, Mann? He's not like a single guy, he cannot find a woman to marry him. And how in the world a woman she is married, she have a husband? Just because your eyes fall into her, you force the husband to divorce her so he can have her. Als würdest du keine Frauen wollen, Amir. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Gott befiehlt ihm, dass er mit so vielen Frauen schlafen darf, vorausgesetzt, dass er es will. Also er hat die göttliche Legitimation, mit so vielen Frauen zu verkehren, wie er will. Wir wissen aus der Bibel, dass das absolut bösartig sowas ist. Verstehst du? Das heißt, wenn du als Person so handelst, dann handelst du aus deinen eigenen fleischlichen Gelüsten. Und nicht, weil Gott dir das gesagt hat. Aber bei Mohammed sehen wir, dass Gott ihm gesagt hat, ja, ja, Mohammed, du kannst das ruhig machen. Und da fängt der große Betrug an. Verstehst du jetzt den großen Unterschied? Genau, eine gute Frau reicht doch vollkommen. Ja, hat die recht. Oder hat er recht, Dr. Strange? Aber Mohammed hat laut seinem Gott 13 Frauen regulär. Er steht ja über dem Gesetz von Allah. Seinem Gott 13 Frauen regulär. Er steht ja über dem Gesetz von Allah. Er darf so viele Frauen heiraten, wie er möchte. Die Muslime dürfen nur 4. Er steht also über dem Wort Allahs, weil Mohammed der Gott des Islams ist. Wahnsinn, ne? Ist es jetzt wieder besser? Was? Nike Hats? Ich habe kein Wort verstanden. Ja, jetzt ist gut. Ihr müsst mir mal zwischendurch sagen, ob das gut ist, ob das gut nicht gut ist, dies, das, jenes. Damit ich das ja, hier beobachten kann. Nicht, dass ich einfach rede und man hört mich nicht. Arme, wo warst du am Wochenende? Du wolltest auf Kollege reagieren. Ja, ich wollte auf Kollege reagieren. Ist zu heiß gewesen. Ich konnte nicht. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Entschuldigung. Viel zu heiß. Dr. Scherer, aber Amir hat auch ab und zu mal private Probleme. Deswegen muss man auch ein wenig Rücksicht haben auf Dr. Scherer Abu Amir. Ist auch nicht alles einfach in meinem Leben. Aber Gott kennt ja mein Anliegen. Bist du
noch woanders aktiv außer TikTok? Ja, eigentlich auf YouTube, aber da habe ich jetzt über anderthalb Monate keinen weiteren Stream gemacht. Aber ich denke, jetzt am Wochenende, wenn ich Single bekomme, mache ich es. Jetzt die nächsten Wochenende werde ich es auf jeden Fall machen. Eine von denen, die jetzt kommen. Entweder dieses, nächstes, aber das wird jetzt kommen. Amen, Gott soll dir immer helfen, Amen. So, hören wir weiter. Immediately. إذا وقع بصره على امرأة وجب you know what وجب mean, right? It's a must. It's a must for a husband to divorce her. Also jedermann muss sich auf der Stelle scheiden lassen. Ist das nicht eine Option? Vielleicht, wenn du vielleicht möchtest, dann kannst du dich scheiden lassen. Nein, der Muslim hat sich scheiden zu lassen von seiner geliebten Frau. Ist das zu fassen? Welcher Muslim bringt es übers Herz? Mit dem er, mit dieser Frau, mit der er auch Kinder hat. Das ist für mich so unvorstellbar, Mann. Stellt euch das mal vor. Versetzt euch mal in diese Lage rein. Mohammed kommt zu euch und sagt, ich will deine Frau heiraten. Du hast nichts dagegen zu sagen. Geh mal her. Wo leben wir denn, Mann? Wie die Frau auch so betrachtet wird im Islam. Nur als ein Objekt. Merkt ihr? Vier Frauen. Als wäre das für eine Ehre. Was ist das für eine Unehre für eine Frau, eine von vier Frauen zu sein? Was ist das bitte? Ist das ehrenhaft? Und dazu noch diese unende SX-Sklavinnen? Zusätzlich noch dazu? Ist das ehrenhaft für eine Frau? Dass der Mann sie in vier verschiedenen Räumen verfrachtet, heute mal bei der hingeht, morgen bei der, übermorgen wieder bei der und so, jeden Tag wechseln wie Unterhosen. Eine Frau im Islam ist so? Ist das eine Frau im Islam? Unfassbar. Ja, das Ganze nimmt einen mit, ne, wenn man darüber nachdenkt, dass es Muslime, dass es sogar Muslime es gibt, die das einfach so, ja, hinnehmen. Das ist schon in Ordnung, so wenn Gott das befohlen hat. Anstatt das in Frage zu stellen, ob das auch wirklich Gott ist oder ob das ein Mann ist, der diese Religion erfunden hat, um Männern die Rechte zu geben über die Frau. Das merkt man doch. Eine Frau ist überhaupt nichts wert. Nichts. Deswegen siehst du auch unter der Scharia, wie eine Frau leidet. Hier in Europa dürfen die ihren Mund noch aufmachen, weil die Muslime noch nicht die Stärke erreicht haben, um islamisches Recht auch an den Frauen zu praktizieren. Sobald es anfängt mit Scharia und alles Mögliche, du wirst sehen, wie unglücklich alle werden, alle. Weil wenn sie Allahs Gesetze lieben würden, würden sie doch aus Deutschland auswandern und sich Afghanistan suchen, Pakistan, Irak und Iran und so, Saudi-Arabien, aber die wollen den Islam nicht. Die wollen die Scharia nicht. Die lieben die Kuffar-Gesetze mehr als die Scharia. So sieht's aus. Die
Kuffar-Gesetze, wo sie in Frieden und Freiheit leben können, finden sie besser. So ist das. Und die, die Mohammed und Allah mehr lieben als die Kuffar hier in diesem Land, wandern aus und vollziehen die Hijra. So einfach ist das, damit sie authentisch ihre Religion praktizieren. Hier können die Muslime nicht ihre authentische Religion sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Da wird der Könnt ihr mich hören? Can you hear me? Can you hear Dr. Sheikh Abu Amir? Hello. Hello, my beloved ones.
My little lovies. My little cuties. Amir, fährst du Motorrad? Ja, natürlich fahre ich Motorrad. Das ist eins meiner Hobbys. Deswegen, wenn ich mit AVK sowas machen würde, dann würde ich den schön hinten drauf nehmen auf diesen Supersportler und dann schön 300 auf der Autobahn fahren. Und dann sein Gesicht filmen dabei. Das wäre gut, AVK in Gefahr. Wie, kennt ihr das noch? Raab in Gefahr? Und ich würde daraus machen, AVK in Gefahr. Soll ich meinen eigenen Motorradclub gründen, oder was, Leute? Ja komm, ich hab meinen Roller. Könnt ihr mich hören? Ich glaube, das hängt schon wieder alle. Amir, hol einen hoch. Wie sich das anhört. Amir, hol einen hoch. Nein, das Video ist noch nicht fertig. Aber ich warte lieber, wenn ich so guten gute Empfang habe. Amir, hol einen hoch. Ihr seht doch, dass die Verbindung immer wieder kommt und geht, kommt und geht. Lass mich mal ein bisschen aus dieser Pampa ein bisschen wieder rauskommen, so stadtmäßig. Und dann können wir da weiter zusammen hören, was der CP da mit dem Muslim da bespricht.